Das Ganze noch einmal. Bitte. Unten. Bitte. Wohlan. Ich sehe schon, da drüben wird geübt. Ich gebe ab und wir bedanken uns. Wir sind ungefähr des Teufels Brot. Ich gebe ab an die Gladiatoren da drüben. Bitte den Kopf finden. Danke. Liner-Tipp zum Kopf finden, den Körper am besten mit, weil über 180 Grad tut das weh. Ein wunderschön. Wir hier von der Gladiatorenschule Ludus Nemesis und den Gladiatoris Berulinensis werden euch heute eine Vorführung zeigen, wie sie vor 1000 und über 1000 Jahren waren. Im alten Rom und in den Provinzen. Ich habe hier für euch einige meiner Gladiatoren und Gastgladiatoren mitgebracht. Die üben noch etwas, von daher bitte noch etwas Geduld. Einmal bitte vier Leute an den Palus. Mit Spielzeug. Dies, meine Damen und Herren, ist ein Palus, der historische Übungspfahl im Endeffekt für die Gladiatoren. Bitte, Gladiatorin, einmal abwechselnd auf den Palus. Oben, Mitte, unten. Stich! Dazu ist, wie die Jungs und Mädels noch trainieren, eine kleine Geschichte und zur den Gladiatoren. Gladiatoren waren nicht einfach nur irgendwelche Leute, die geopfert wurden. Es waren Leistungssportler, die auf Leistung getrimmt wurden, über Jahrzehnte hinweg zum Teil. Heißt, sie wurden teuer eingekauft. Für ein Jahresgehalt eines normalen durchschnittlichen Bürgers, da kann man sich, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr im Monat und im Jahr verdient, so viel kostete ein Sklave. Und der konnte eigentlich nichts. Er musste da ausgebildet werden und so weiter. Einmal bitte wechseln, die anderen drei an den Palus. Stich oben, bitte unten. Gladiatoren haben sich zusammengesetzt aus unter anderem Sklaven, Kriegsgefangenen und wurden wurden dafür bezahlt im Endeffekt. Sie wurden als Sklave oder als Kriegsgefangener gekauft und wurden da entsprechend ausgebildet, weil das waren die günstigsten im Endeffekt und sie hatten schon Erfahrung zum Teil.